Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Aufhebung von Straßenbeiträgen in den hessischen Kommunen, Drucksache 19 zu 6435 zu 5961, alle aus 19. Und bitte als Erstes den Berichterstatter, den Abg. May, um Berichterstattung. Sehr geehrter Herr Präsident, der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimme der LINKEN bei Enthaltung der SPD den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Vielen Dank für die Berichterstattung. Ich eröffne die Debatte. Die vereinbarte Redezeit sind 5 Minuten. Als Erstes hat sich Herr Schaus für die LINKEN gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der vergangenen Plenarwoche wurde hier der Gesetzentwurf von CDU, GRÜNEN und FDP zur Änderung der Regelung zur Erhebung von Straßenbeiträgen beschlossen. Wir sind der Meinung, dass der beschlossene Gesetzentwurf weder für die hessischen Kommunen und schon gar nicht für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger eine gute Lösung ist. Die von Ihnen getroffenen Änderungen, die aus der bisherigen Sollvorschrift eine Kannvorschrift macht, nutzt lediglich den Kommunen, die bislang keine Straßenbeiträge erhoben haben und diese auch nicht erheben müssen, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Sie haben mithin nur den Druck aus dem Kessel gelassen, den Sie letztlich über Ihre Regierungspräsidien in den letzten Jahren selbst erzeugt haben. Erhebungszwang, ja oder nein? Alle Kommunen können weiterhin Straßenbeiträge erheben und damit weiterhin die Anlieger oder alle Bürgerinnen und Bürger belasten. Ob mit einem Einmalbetrag oder durch Ratenzahlung, die Anwohner sollen weiterhin bei Grundsanierung selbst bezahlen. Das ist Bestandteil Ihres beschlossenen Gesetzes. Und schlimmer noch, alle Kommunen, die der Hessenkasse beitreten, müssen zukünftig Geld für schlechte Zeiten ansparen. Das bedeutet, selbst wenn eine Kommune schwarze Zahlen schreibt, wird sie kaum davon ausgehen können, auf die Einnahmequelle Straßenbeiträge gänzlich zu verzichten. Es wird also weiter insbesondere die Bürgerinnen und Bürger in klammen Kommunen treffen, aber nicht die in wohlhabenderen. Auch darin besteht im Übrigen die Ungerechtigkeit. Damit die Einnahmequelle Straßenbeiträge aber nicht weiterhin große Proteste auslöst, haben Sie die denkbar absurdeste Regelung neu beschlossen, nämlich die finanzielle Anschubsfinanzierung, so will ich das mal sagen, zur Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen. Unabhängig von den falschen Ausgangsdaten dieser Finanzierung, die Sie dabei zugrunde gelegt haben, dazu hatte ich ja bereits Beispiele genannt, wollen Sie diese Einnahmequelle unbedingt für die Kommunen weiter erhalten. Im beschlossenen Gesetz hat die bestehende Situation, Ihr beschlossenes Gesetz hat die bestehende Situation im Kern also für die Bürgerinnen und Bürger weiter verschärft. Die Leidtragenden sind die Menschen vor Ort, vorwiegend in kleinen und mittleren Städten, in eher ländlichen Regionen. Aber genau um das Ungleichgewicht bei der Finanzausstattung der Kommunen zu berücksichtigen, wollen wir ausschließlich eine vollständige Übernahme der Anliegerbeiträge nur in den Kommunen, die derzeit eine Straßenbeitragssatzung erlassen haben. Mit anderen Worten, Kommunen wie Eschborn, Frankfurt oder Wiesbaden sollen keine Erstattung erhalten. Wir hatten im Januar einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die vollständige Abschaffung der Straßenbeiträge vorsieht. Am Vorbild Berlin, Hamburg und Bayern kann sich auch Hessen und sollte sich Hessen ein Beispiel nehmen. Das finden wir. Es wäre einfach gewesen, unseren Gesetzentwurf, der in der Anhörung übrigens auf breite Zustimmung gestoßen ist, im Übrigen auch von den kommunalen Vertretern, denen ging es sozusagen um die Frage der Ausformulierung der Finanzierung, die wir allerdings separat
zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam diskutieren und entscheiden wollten. Es wäre besser gewesen, sozusagen unseren Gesetzentwurf anzunehmen, aufgrund der breiten Zustimmung und insbesondere auch wegen der Diskussion, die in anderen Bundesländern auch losgeht. Nehmen Sie sich, das sage ich nicht sehr oft, das gebe ich zu, aber in diesem Falle trifft es ja zu, durchaus ein Beispiel an Bayern und an Ihrer Partnerpartei. Weiß ich nicht, ob man das noch so sagen darf, jetzt im Moment. Aber lassen wir es mal so. Sie wissen, dass ich die CSU meine. Ich kann nur noch einmal an Sie appellieren. Machen Sie Ihren Fehler, Ihren schweren Fehler, sage ich mal, rückgängig. Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. Er ist für das Land finanziell machbar und würde die betroffenen Kommunen und vor allen Dingen deren Einwohner immens entlasten. Vielen Dank. Danke, Herr Schaus. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bauer gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Schaus, DIE LINKE macht es wie immer sehr einfach. Man kann es auf das Motto zusammenfassen: Der Staat, in diesem Falle das Land, zahlt alles Wichtige, aber wir haben entschieden, wir gehen den Weg, die Bürger vor Ort entscheiden das Richtige. Das ist der entscheidende Unterschied. Wir sprechen hier über kommunales Eigentum, über die Frage, wie sich Straßen, die sich in kommunalem Eigentum befinden, wie sie finanziert werden. Da sind wir der Überzeugung, dass das vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern selbst entschieden wird, welchen Weg der Finanzierung sie gehen wollen, weil es geht um die Erhaltung ihres eigenen kommunalen gemeinschaftlichen Eigentums. Deshalb bin ich der Überzeugung, wir haben in der letzten Plenarrunde die richtige Gesetzgebung auf den Weg gebracht. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, meine Damen und Herren. Denn eines ist ja klar, all die Betroffenen, die jetzt Beschwerdeführer sind und sagen, wir haben zu hohe Bescheide, denen wird weder mit ihrem Gesetz geholfen, noch mit dem Gesetz, was die SPD eingebracht hat. Das würde ja erst zum 01.01.2019 greifen. Wir haben aber in der letzten Plenarrunde Änderungen beschlossen, die den Menschen direkt, unmittelbar und sofort helfen. Wir haben entschieden, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort entscheiden können, wie sie ihr kommunales Eigentum finanzieren wollen. Da gibt es drei Wege. Man kann jetzt schon entscheiden, dass der Bürger nichts bezahlen muss, Herr Schaus. Deshalb ist es ganz entscheidend. Die Kommune kann entscheiden, wir erheben keine Beiträge. Wir zahlen es aus allgemeinen Steuermitteln. Wenn eine Kommune das Geld hat, kann sie das tun, meine Damen und Herren. Das ist möglich, weil wir die Verpflichtung zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen aufgehoben haben. Und da sich mittlerweile alle Kommunen auf einem Weg der finanziellen Gesundung befinden, 95% der Kommunen haben mittlerweile einen ausgeglichenen Haushalt, können immer mehr Kommunen diese Entscheidung auch treffen. Und der zweite Aspekt ist, vor wenigen Jahren haben wir gemeinschaftlich mit der FDP eingeführt, dass die Kommunen wiederkehrende Straßenbeiträge erheben können. Damals ist die SPD übers Land gezogen und sagte, das ist der richtige Weg. Das ist eine Solidarisierung der Kosten. Die Beiträge werden auf vielen Schultern verteilt. Das ist vor Ort genau das Richtige. Kleine wiederkehrende Beiträge in dreistelliger Summe ist der bessere Weg als hohe fünfstellige Beiträge, die die Bürger direkt belasten. Ich glaube, dass das Instrument auch richtig ist. Es ist eine weitere Option, die allerdings nicht zu stark angenommen worden ist in den letzten Jahren, wie wir uns das erhofft haben. Denn ja, warum? Ich komme darauf. Weil die Einführung bislang zu komplex war und auch zu teuer war. Denn allein die Frage der Definition, was sind denn Abrechnungsbezirke, was sind denn, ja, wir haben es erleichtert. Wir haben die Frage, wie man Abrechnungsbezirke definiert, erleichtert. Mittlerweile können Sie das nicht mehr im funktionalen Zusammenhang eines Straßenverkehrsraums ordnen, sondern Sie können ganze Stadtteile als Abrechnungsgebiet definieren. Und es erleichtert die Entscheidungslage und die Erhebung von Gebühren vor Ort extrem und viel leichter. Und wir haben auch erkannt, dass es natürlich eine Aufwendung ist, um einen solchen Systemwechsel zu finanzieren. Und deshalb gibt es bei unserer Gesetzesentwicklung und Gesetzesverabschiedung auch eine Unterstützung für Kommunen, die auf das System umstellen wollen, von 5 € pro Einwohner und von 20.000 € pro Abrechnungsbezirk. Das ist eine Möglichkeit, das Ganze auch darzustellen. Wir haben das auch finanziert. Im Haushalt haben das durch Ihre Anregungen aufgegriffen, natürlich dann auch mit einem Haushaltstitel hinterlegt. Also von daher haben wir zum einen wir haben Wahlfreiheit geschaffen, wir haben ein Förderprogramm für wiederkehrende Straßenbeiträge geschaffen, und wir haben als Drittes auch eine Erleichterung geschaffen für diejenigen, die bezahlen müssen. Das ist auch ganz wichtig.
Wir haben jetzt erlaubt, dass die Kommunen ohne Angabe von Gründen die Ratenzahlungen auf bis zu 20 Jahre stunden können. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben den Zins für die Zahlung von entsprechenden Verzugszinsen deutlich abgesenkt auf ein marktübliches Niveau. Das sind konkrete Erleichterungen, die den Bürgerinnen helfen. Das ist eine entsprechende sichere und gute Herangehensweise. So stellen wir uns eine generationengerechte Politik vor, nah am Bürger, verlässlich und bezahlbar. Und wir machen keine Bevormundungen, wir machen keine leeren Versprechungen, wir machen kein großes Wahlkampfgetöse. Wir handeln verantwortungsbewusst und bürgernah, meine Damen und Herren. Und wenn Sie das mir schon nicht glauben, dann muss ich Ihnen noch einmal den Artikel vorlesen aus der Wetzlarer Zeitung, wo es darum ging, dass man ein Modell den Bürgermeistern präsentiert hat, und zwar den parteiunabhängigen Bürgermeistern, die mit der SPD diskutiert haben, über eine komplette Abschaffung der Straßenbeiträge. Und sie wollen ja nichts anderes, nur haben sie keine Finanzierung hinterlegt. Ich darf zitieren, dass es hieß, dass die Bürgermeister aus der Zeitung Wetzlarer Zeitung vom 16. Mai 2018, dass die Bürgermeister von der Abschaffung von Beiträgen zur Finanzierung des Straßenausbaus in den Kommunen nichts halten, bekam SPD-Fraktionsgeschäftsführer Günter Rudolph zu hören. Es heißt weiter, Herbstein im Vogelsberg gestaltet bereits seit 1970 stressfrei die Straßensanierung, sagte der Bürgermeister der Stadt im Vogelsberg. Kommen Bernhard Sie bitte Ziegler. Zum Schluss, Herr Bauer. Als einzigen guten Vorschlag, das ist mein letzter Satz, aus der Landespolitik, sagte Uwe Stäubner aus Lichtenfels im Kreis Waldeck-Frankenberg, sei die von der schwarz-grünen Koalition verabschiedete formulierte längere Laufzeit und geringere Zinserhöhung bei Stundung und der Ratenzahlung. Das ist die Position von vielen Bürgermeistern. Wir haben ein besseres Gesetz auf den Weg gebracht. Wir lehnen Ihr Gesetz deshalb ab. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Bauer. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Kaufmann gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon erwähnt worden, wir haben in der letzten Plenarwoche am 22. Mai, am 23. Mai und am 24. Mai dieses Thema Straßenbeiträge rauf und runter erörtert. Es ist schon alles und fast auch schon von jedem gesagt worden. Weitere inhaltliche Beiträge sind, glaube ich, nicht notwendig. Und Der Kollege Schaus hat ja das letzte Mal gesagt, die dritte Lesung würde beantragt aus Solidarität. Verehrter Herr Kollege Schaus, eine besonders große Solidarität haben Sie nicht gezeigt, weil Sie hätten mindestens die Klugheit aufbringen müssen, da wir ja das letzte Mal ein Gesetz verabschiedet haben, in Ihren Gesetzentwurf, wenn er wirklich wirksam werden sollte, noch eine Ergänzung reinzunehmen, nämlich dass das Gesetz, das wir das letzte Mal beschlossen haben, wieder aufgehoben wird. Ansonsten würden wir, wenn wir das tun, was Sie gerne hätten, würden wir gleichzeitig zwei Gesetze in Kraft haben, die einander widersprechen. Dass das so gemeint ist, würde ich Ihnen nicht unterstellen. Aber Sie haben damit bewiesen, dass es Ihnen überhaupt nicht um die Sache geht, sondern ausschließlich darum, jetzt hier noch einmal eine runde Trommel zu schlagen. Das haben Sie getan. Wir werden das Gesetz jetzt ablehnen, und dann ist gut. Und im Übrigen haben wir den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen und den Kommunen damit einen sehr großen Gefallen getan, nämlich ab sofort, ab der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt, hier jetzt tätig werden zu können. Das vor dem Hintergrund, dass das Bundesverwaltungsgericht am heutigen Tage die erhobenen Straßenbeiträge alter Art als rechtmäßig erkannt hat und die klagenden Zahlungspflichtigen abgewiesen hat, ist das, was wir gemacht haben, hilft denen. Das, was Sie hier propagieren, ist allein ein Wahlkampfmanöver. Vielen Dank. Danke, Herr Kaufmann. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Lenders das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Tat, Herr Kaufmann hat, glaube ich, alles Richtige dazu gesagt. Wir haben in der letzten Plenarwoche den Gesetzentwurf der Freien Demokraten hier mit einer großen Mehrheit verabschiedet. Ich glaube,
damit haben wir, sollte man das Thema eigentlich dann auch beenden. Denn selbst bei der Idee, man würde die Straßenbaubeiträge komplett abschaffen und die Finanzierungs-, die Gegenfinanzierungsmöglichkeiten sollten jetzt vom Land übernommen werden. In Fulda haben wir seit Jahren die Straßenbaubeiträge mit einer Straßenbausatzung. Und in der Zeit aus der Kommunalpolitik, Sie alle machen Kommunalpolitik, wissen Sie doch genau, dass gerade wenn es darum geht, dass Straßen ausgebaut werden sollen, dass die Anrainer, zumindest in Fulda ist das so, die werden dann auch beteiligt. Sie können dann auch selber mitentscheiden, wie Ihre Straße ausgebaut werden soll, welche Einrichtung solch eine Straße bekommt. Und Sie erleben immer wieder putzmuntere Debatten mit den Bürgerinnen und Bürgern, wenn es darum geht, ob da noch eine Parkbank hin soll, welche Bepflanzung dorthin soll, wie die Bepflasterung sein soll. Und das Resultat ist doch immer wieder das Gleiche. Jedes Mal, wenn Sie den Bürgerinnen und Bürgern sagen, genau das tolle Idee machen wir, und denen sagen, das wird sich dann aber in der Umlage dann breit machen, dann sagt, nee, lass mal lieber, dann machen wir doch lieber kleinere Brötchen. Und meine Damen und Herren, ich kann mir bei aller Liebe nicht vorstellen, wie eine komplette Abschaffung der Straßenbaubeiträge dann in der Praxis umgesetzt werden soll. Da gibt es nur zwei Lösungen. Entweder Sie machen einen Standard, wo die Bürger nicht mehr darüber selber entscheiden können, wie ihr direktes Umfeld, ihr Wohnumfeld gestaltet ist. Sie machen einen Standard und machen das per Order dem Mufti quasi von Wiesbaden aus und sagen denen, wie dann zukünftig die Straße auszusehen hat. Oder aber wir bleiben bei dem System und die Bürger werden beteiligt. Aber dann können sie dann posthum, dann schicken die die Rechnung dann für das, was sie sich gewünscht haben, nach Wiesbaden. Meine Damen und Herren, ja, er zuckt schon, Herr Kollege. Das finde ich aber dann hochspannend. Das finde ich dann aber hochspannend, dass jeder in seiner Straße dann sagen kann, wünscht dir was, und er schickt dann die Rechnung uns nach Wiesbaden rein. Meine Damen und Herren, das wird so nicht funktionieren. Und ich glaube, dass CDU, Grüne und FDP das einzig Richtige gemacht haben und die Entscheidung vor Ort in die Kommunalparlamente gegeben hat. Warum lassen wir das nicht dorthin, die Entscheidung dort, wo sie hingehört? Die Kommunalpolitiker können vor Ort Straßenbaubeiträge nicht erheben, wenn sie das wollen, oder aber wenn es dazu dient, entsprechend die Kommunalfinanzen auch das fair auszugestalten, das dann eben auch so entscheiden. Mehr kann man eigentlich an dem Punkt gar nicht an Freiheit geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Lenders. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Bauer, das war ja wieder einmal bemerkenswert, wie Sie die Realität ausblenden. Das ist nicht mein Problem, zugestanden. Jeder entscheidet, wie er mit den Lebenswirklichkeiten vor Ort umgeht. Sie haben das letzte Mal im letzten Plenum mit Ihrer Mehrheit entschieden, dass Sie einen Gesetzentwurf verabschieden, wo Sie die Verantwortung vollständig in die Ebene der Kommunen legen. Das kann man machen. Dann ist man den Ärger los, überlässt den Ärger den hauptamtlichen Bürgermeistern und Oberbürgermeistern und ehrenamtlichen Kommunalpolitikern. Kann man machen, halten wir für falsch. Kann man machen, halten wir für falsch. Und dann sagen Sie, Herr Kollege Bauer, wir haben tolle Rahmenbedingungen geschaffen, dass das alles kein Problem ist. Nennen Sie mir eine Bürgerinitiative, die Ihren Gesetzestext toll findet. Kein einziger findet den gut. Viele Rückmeldungen sagen, sie haben nichts verbessert. Am Schluss müssen die Bürgerinnen und Bürger trotzdem fünf- oder sechsstellige Beträge zahlen. Ja, sie haben die Ratenzahlungen von 5 auf 20 Jahre erhöht. Schön, wenn man die letzte Ratenzahlung auch noch lebend erlebt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hilft den Menschen nicht, und deswegen ist Ihr Gesetzesvorschlag, wie er verabschiedet wurde, keine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger und bleibt falsch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann hat Herr Bauer, das haben Sie beim letzten Mal gemacht, ich war bei dem. Ja, was denn nun? Haben wir es jetzt? Gut. Wie finanzieren Sie eigentlich Ihre 30 Millionen?
Wie finanzieren Sie die 30 Millionen €? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was der Herr Boddenberg macht, zeigt, ihn interessiert die Lebenswirklichkeit vieler Bürgerinnen und Bürger nicht. Das ist elitäre Arroganz, insbesondere auch der CDU. Kann man machen. Und dann sagt der Herr Bauer, die Freien Wähler, Bürgermeister, Parteiohne hätten gesagt, sie würden unseren Vorschlag nicht gut finden. Ja, ich war bei dem Gespräch dabei. Und? Sie machen doch sonst auch nicht alles, was die Bürgermeister und Bürgermeister fordern. Also, was soll denn das für ein Argument sein? Entschuldigung. Wir haben den Freien Wählern auch gesagt, wir haben den Bürgermeister und Freien Wähler unabhängig auch gesagt, ja, weil die gesagt haben, wir halten das nicht für richtig. Eine Leistung, die die Kommune erbringt, darf auch etwas kosten. Wir erleben doch zurzeit, und das ist durch Ihren Gesetzesvorschlag nicht besser geworden, wir treiben doch den Unfrieden in die Kommune. Der Bürger an einer Gemeindestraße muss zahlen, 100 Meter weiter an einer übergeordneten Kreis- oder Landesstraße zahlt nichts. Das führt zu Unfrieden in den Kommunen. Das ist die Lebensrealität in Hessen, und die wollen wir ändern. Und deswegen haben Sie ja in der bekannten Manier, Mehrheit ist Wahrheit, unseren Gesetzentwurf abgelehnt, ihn noch nicht einmal bereit gefunden, ihn einer Anhörung auszustellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn das alles Murks ist, was wir vorlegen, dann müssen Sie auch keine öffentliche Anhörung im Hessischen Landtag fürchten. Dann kann man in den Diskurs eintreten. Wir haben bisher auf das, was wir an Rückmeldung äußerst positiv. Wir werden im Übrigen, ob das einem Herrn Kaufmann passt oder in China an seinem Kreisumfeld, auch egal, wieder und wieder im Landtag thematisieren. Er kann ja dann rausgehen, wenn er das nicht mehr anhören will. Und deswegen, meine Damen und Herren, das Thema bleibt auf der Agenda. Und die 60 Millionen € sind finanzierbar, genauso wie Ihre 30 Millionen €, weil diese 5 Euro für Abrechnungsbezirke, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind ein Konjunkturprogramm für Steuerberater und solche Büros, die das machen. Das ist Verwaltungsbürokratie pur unnötig. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Wir wollen sie entlasten. Und dann ist die Lebensrealität in den 423 Kommunen unterschiedlich. Ja, einige sagen, wir haben wiederkehrende Beiträge über viele Jahre. Das funktioniert mehr oder weniger schlecht. Das wollen wir auch gar nicht ändern. Aber wir wollen in den vielen Kommunen, wo die Bürgerinnen und Bürger sich ungerecht behandelt fühlen, und das wird zunehmen, weil wir auch einen Sanierungsstau auf Gemeindestraßen haben, das wird nämlich in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen und damit auf die Bürgerinnen und Bürger, dazu mal wir hohe Grundsteuersätze haben, verursacht durch die Finanzpolitik der Landesregierung, die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie nehmen augenscheinlich die Realität bei dem Thema Straßenausbeiträge in Hessen anders wahr als wir. Da oben sitzt ein Betroffener einer Bürgerinitiative aus Niederaula. Es gibt viele andere, die sagen, das, was Sie verabschiedet haben, ist nicht bürgerfreundlich. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bleibt die Abschaffung auf der Agenda. Das ist der Ansatz der LINKEN, der ist richtig, da wir einen detaillierteren Vorschlag zur Finanzierung gemacht haben, den wir erneut dann natürlich parlamentarisch einbringen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir uns bei dem Gesetzentwurf der LINKEN enthalten. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Hessische Landtag hat am 24. Mai mit Mehrheit der drei Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP das Gesetz zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen bereits beschlossen. Das Gesetz ist in Kraft getreten und im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen am 6. Juni 2018 veröffentlicht worden. Mit diesem Gesetz wurde eine gute Lösung zugunsten der Beitragszahler und der Gemeinden bereits gefunden, meine Damen und Herren. Die ersten Gemeinden haben bereits angekündigt, von der neuen Entscheidungsfreiheit des Gesetzes Gebrauch zu machen. Ja, die Kommunen nehmen ihre Verantwortung wahr und entscheiden. So will z. B. die Stadt Hanau die Straßenbeiträge abschaffen. Weitere werden folgen. Die von uns beschlossene Abschaffung der Sollvorgabe im Kommunalabgabengesetz ist das, was viele Gemeinden, ich nenne etwa Karben oder Ebersdorfer Grund, gefordert haben. Ich will nicht unterschlagen, dass die Kommunalen Spitzenverbände und Städte wie Bürstadt sogar gar keinen oder weniger Änderungsbedarf angemeldet hatten, als die Regierungskoalition mit der FDP gemeinsam beschlossen haben. Das bereits beschlossene Gesetz zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen ist daher eine sehr ausgewogene Lösung und ein guter Schlusspunkt zu der geführten Debatte. Vielen Dank. Danke, Herr Innenminister.
Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf. Wer dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das sind CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt.